Na komm. Eieiei. Was ist das? Larven? Goll. Nehmen wir. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Ihr doofen, kleinen, blöden Spinnen. Ich krieg euch alle. Okay, eigentlich will ich euch gar nicht kriegen. Was ist denn hier oben noch? Geh kaputt, du Netz. Ich will da rein. Ich glaube, da ist ein Schatz. Nicht ganz. Aber halb. Oh, Entschuldigung. Aber du hast es verdient. So, was müssen wir denn hier mit? Können wir hier nicht irgendwie puzzeln? Okay, das despawned. Dann gehen wir mal weiter. Ja, diese Sperren hier, die kriegen wir nicht auf. Kankra. Oh ja, das lohnt sich. Und wir sind total sicher. Geh weg. Geh weg, Kerl. Okay, hier geht's nicht lang. Aber auch das könnte ein Ausgang sein. Warum können wir da nicht lang? Ah, und wir müssen uns jetzt gleich als Gollum aus dem Staub machen. Das ist ja herrlich. Geh kaputt! Geh kaputt! Okay. Das sind alles nur kleine Spinnen. Die wollen nur spielen. Und uns an den Füßen kitzeln. Okay, Gollum. Dann kletter mal. Und gutes Gelingen, Frodo. Oh, und ich habe vergessen, eine Pause zu machen. Deswegen musste ich leider wieder zwischendurch Pause machen. Das ist ja schon des Öfteren mal vorgekommen. Die sind interessieren gar nicht, dass wir hier... Ach, er hat Angst vor Spinnen. So, schieben wir das Ding einfach mal runter. So, da ist der Weg frei und dann können wir hier auch hoch. Weg mit euch.
Ach was, du kannst mich nicht erschrecken, Skelett. Da ist sie. Hinterher. Ich habe ganz genau gesehen, dass du hier rein bist. Oh ja. Beute. Wenn das mal keine Falle ist. Ach was, sowas kann mich nicht erschrecken. Aber mir wäre es irgendwie wohler, wenn wir das hier wieder nehmen. So. Okay. Und das lohnt sich doch wieder. Ah, wir können uns eine Leiter bauen. Yes! Wieder Beute. Na, das Level lohnt sich auch ganz schön. Wann sind wir endlich aus dieser Höhle wieder raus? Okay, wir müssen was zusammenbauen, dann tun wir das. Ah, damit können wir das aus der Fassung, aus der Halterung ziehen, das Netz. Und schon ist es kaputt. Perfekt. Nein! Garstige Fliege klein, wer hört dein Schreien? Dein Leben liegt in Scherben. Bald wirst du gefressen. Oh Gott. Schneller, Frodo. Nein, warum hätten wir uns mal rechts gehalten, links gehalten? Schneller. Lügner. Guten Flug. Du bist es. Das geht aber eigentlich anders. Ich weiß. Verzeih mir, Sam. Verzeih.
Verzeih mir bitte. Wer war das? Neue Charaktere zum Kauf verfügbar. Und wir nähern uns langsam der Million. Ein neuer Entwurf, Mithril Quietschschwert. So, und wir setzen unsere Geschichte fort. Kankras Lauer. Freunde, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Beziehungsweise nicht hier, sondern dann schauen wir uns weiter an, was mit unseren Gefährten ist. Denn diese sind hier vor Isengard. Und ja. Unser Weg führt uns nach Minas Tirith, beziehungsweise erst einmal werden wir nach Edoras reiten. Beziehungsweise ich glaube, wir würden am Anfang erstmal noch ein paar Quests machen, weil da müssen wir wirklich was tun. Wir sind nämlich schon relativ fortgeschritten in der Geschichte, das dürfen wir bloß nicht vergessen. So, dann geht es natürlich nach Edoras. In Edoras werden wir dann weitere Verbündete zusammensuchen, nachdem wir in Edoras waren. Und dann geht es nach Minas Tirith, wo die Schlacht gegen die Dinosaurons fortgesetzt wird. Und natürlich wollen wir irgendwann dann auch den Ring vernichten, aber das ist noch ein weiter Weg. Frodo und Sam werden jetzt erst einmal eine Weile pausieren. Die werden wir erst wieder dazu holen, wenn wir diese auch brauchen, bei den Nebenquests. Und bis dahin machen wir erstmal mit dieser Gruppe weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann!